Danke für die Einführung. Motivation für den Vortrag ist also folgende. Auf der Kugis Mailingliste taucht immer mal wieder so die Frage auf, wie kann ich denn meine Daten mal hübsch ausgeben? Warum haben wir jetzt? Aha. Ja. Geht nicht mehr. Auf der Präsentation. Danke. Sehe ich es hier zwar nicht, gut, dann sehe ich es da. Schaue ich mit Ihnen drauf. Gut, Problemstellung, also folgende. Wir haben. Ja, super. Problemstellung ist also folgende. Wir haben häufig die Kombination von Kugis mit einer Datenbank. Meist eine relationale Datenbank. Im Falle der Stadt Jena ist das eine PostGIS-Datenbank. Kann aber natürlich auch jede andere relationale Datenbank sein. Welche Maus muss ich klicken, damit ich weiterkomme? Ja, das ist schon klar, dass ich in dem oberen Fenster sein muss, aber da muss ich auch dort klicken, ja? Gut. Nee. Ja, gut. In einer relationalen Datenbank werden die Daten in Relationen gehalten, am besten natürlich normalisiert, jedenfalls sollten sie normalisiert gehalten werden. Das hat, sage ich mal, den gewissen Nachteil für den Nutzer, dass die Daten eben in relativ komplexen Modellen vorliegen. Ich habe jetzt hier, sage ich immer gerne, weil es schön kompliziert aussieht, hier Beispiel nennt sich Baulandkataster, beziehungsweise wir haben das hier, also hier in dieser Tabelle liegt die Geometrie mit drin. Wir haben das Potenzialfläche genannt, also eine potenzielle Baufläche. Das wird dann sozusagen, das Baulandkataster ist dann nur ein Teil davon, weil nicht alle potenziell bebaubaren Flächen eben dann später zum Baulandkataster gehören. Wir sehen jetzt hier also die ganzen Relationen. Wir haben also hier links zum Beispiel die Art der Nutzung, also potenzielle Art der Nutzung als eine 1-zu-n-Beziehung. Und hier in diesem Bereich haben wir jetzt hier diese n-zu-n-Beziehung, also viele zu viele Beziehungen, zum Beispiel die aktuelle Nutzung der Fläche. Also eine Fläche kann mehrere aktuelle Nutzungen haben und dieselbe aktuelle Nutzung kann natürlich auf mehreren Flächen vorkommen, deswegen n zu m. Es ist eigentlich klar, dass es relativ umständlich ist, so komplexe Datenmodelle aus QGIS jetzt heraus abzufragen, also für den Nutzer. Der versierte Nutzer kann das aber natürlich tun. Vor allem ziehe ich jetzt einen kleinen Bogen zum meinem Vortrag letztes Jahr. Wenn man diese Data-Driven Input Mask nimmt, dann hat man eben aus der Datenbank heraus automatisch derartige Eingabemasken, wo dann halt die, in dem Fall jetzt hier zum Beispiel eine N-zu-1-Beziehung, hier der Gebietssachbearbeiter durch so eine Combo-Box dargestellt wird, oder kommen wir hier zu dieser N-zu-M-Beziehungen, hier wieder die aktuelle Nutzung in dem ersten weißen Bereich hier oben. Also hier, ja. Es wird dann eben, kann eben durch solche Datenmasken dargestellt werden. Das ist für den Nutzer schon mal ganz, ganz praktisch. Also das ist sozusagen die Komplexität des Datenmodells, was in dem Fall aus, weiß ich nicht, 20 Relationen besteht, kann in einer Maske editiert werden, angezeigt und editiert werden. Problem ist aber halt, dass die meisten Nutzer interessieren sich eigentlich nicht wirklich für Datenmodelle und interessieren sich auch nicht für die Technik dahinter, sondern die wollen Informationen. Ja, das ist, also die wollen auch nicht Daten, die wollen Informationen. Ja, und zwar wollen sie Informationen zur Fläche selbst, bleiben wir Beispiel Potenzialfläche, Baulandkataster, also das Objekt selbst mit allen Relationen, das kann die Datenmaske abbilden. Die Nutzer wollen aber meistens noch mehr. Die wollen nämlich immer noch mal Informationen zu anderen Geoobjekten, die in derselben Gegend liegen. Zum Beispiel, auf welchen Flurstücken liegt das Ding denn jetzt überhaupt? Auch hier, der versierte GIS-Nutzer kann natürlich eine räumliche Abfrage machen, lädt sich die entsprechenden Daten rein, kann die Abfrage machen, kann eine Verschneidung machen, kann damit diese Fragen lösen. Der einfache Nutzer in der Kommunalverwaltung kann das nicht. Aber der will das trotzdem wissen. Das heißt, der braucht auch da die Information und am besten natürlich einmal auf den Knopf drücken für die Information. Ja, nicht viele Sachen machen, er interessiert sich ja nicht für Technik, sondern will ja nur auf den Knopf drücken. Und das Ganze möchte dann bitte auch noch irgendwie hübsch sein.
dass es ausdrucken kann. Diese Datenmaske kann er nicht ausdrucken. Ja? Also das auch hier kann zwar die Information zur Fläche, zum Geoobjekt selbst abfragen, aber er kann es nicht ausdrucken, ja? Und einen Vorgang dran heften. Er kann das auch nicht irgendjemandem anders in die Hand drücken. Ja? Und hübsch aussehen tut es im Allgemeinen auch nicht, sondern es ist dann eher was Praktisches. Ja, und jetzt komme ich eigentlich so zum wesentlichen Punkt. Also wer das QGIS kennt und verfolgt hat, also die Druckzusammenstellung wird mit jeder Version, vor allem jetzt auch mit dem Sprung auf die Version 2.0, deutlich besser. Aber dass man solche Sachen dort machen kann, kann man natürlich auch sich sehr kompliziert auch wieder zusammenbauen. Auch das kann der Nutzer wieder nicht. Ja, das ist ihm schon wieder zu kompliziert. Das heißt, an der Stelle ist eigentlich meine Meinung, dass die Lösung nur in einem wirklich echten Reporting-Werkzeug sein kann, und soweit ich das überblicke, ist es die Jasper Report Slip, die da am weitesten ist, also im Bereich der freien Software, wobei das ist auch so eine Dual-Licensing-Geschichte, glaube ich. Es gibt also eine freie Version und eine Auf-Version, wenn ich es richtig weiß. Jetzt haben wir aber das Problem, oder erstmal, was kann die Jasper Report Slip eigentlich? Die kann also zum Beispiel Grafiken einbinden. Das ist jetzt nicht besonders Tolles, aber was aber ganz spannend wird, ist, dass die Grafik auch über eine URI angesprochen werden kann. Da könnte man zum Beispiel einen WMS-Get-Map-Request dahinterlegen, um sich dann eben spezielle Karten in seinen Report reinzuziehen von dem WMS-Server, den man zum Beispiel selbst betreibt, damit die Daten dort auch verfügbar sind. Ja, das kann also ganz so alle möglichen Torten, Balken, Spider-Grafiken, dieses ganze Zeug, können eben Daten entsprechend so aufbereitet und dargestellt werden. Tabellen, Cross-Tabellen, kann ich nicht viel zu sagen, habe ich noch nie benutzt. Was ich viel benutze, das sind diese Sub-Reports, Unter-Reports. Das ist dann ganz praktisch für diese End-zu-End-Verknüpfung, weil im Prinzip ist ein Report immer ein Datensatz, und wenn ich jetzt End-zu-End habe, habe ich ja wieder mehrere Datensätze, die zu dem einen Datensatz gehören. Das heißt, ich muss einen Unter-Report machen, um dort wieder den einzelnen Datensatz ausgeben zu können. Und es kann noch eine ganze Menge mehr. Manches weiß ich, vieles kenne ich wahrscheinlich auch gar nicht. Problem bei der Geschichte ist, dass das Jasper Reports ist eben ein Java-Programm. Wer QGIS kennt, weiß, das ist kein Java-Programm. Es lässt sich einfachsten eigentlich mit dem für Plugins, also mit dem Python programmieren. Also an der Stelle ist jetzt die Frage, wie kann ich jetzt aus Python heraus ein Java-Programm ansprechen? Ich habe da eine ganze Weile rumgesucht. Ich habe bisher eigentlich nur eine Sache gefunden, nämlich das, was man jetzt nicht sieht. Super. Ist die Maus wieder weg gewesen? Ja, nämlich die PyJasper-Geschichte. Das ist auf GitHub gehostet. Stammt, soweit ich das sehe, also auch von der URL zu sehen, von der Firma Hudora, das ist so eine Sportartikelfirma. Das Problem von dem PyJasper, was unter dieser URL erreichbar ist, das ist veraltet und wird offensichtlich auch nicht mehr gepflegt, der Code. Ich habe nämlich einen Fork gemacht und entsprechend die Jasper Report Slip aktualisiert. Die war auf der Version 3. irgendwas. Aktuell ist jetzt die 5.5. Ja. Und ich habe dann auch einen Pull-Request gemacht, der ist aber einfach, wird nicht beantwortet, also passiert nichts. Also deshalb habe ich hier nochmal die URL von dem Fork mit hingetan. Wer sich dafür interessiert, also hier ist die aktuelle Jasper Report Slip eingebunden. Ja, ich würde es im Folgenden zeigen, was braucht man jetzt, was habe ich bei uns im Intranet sozusagen gemacht, um sowas zum Laufen zu bekommen? Was würde man für Komponenten brauchen? Als erstes braucht man eine Reportvorlage, das ist also im XML-Format abgespeichert. Da gibt es ganz hübsch auch dieses JasperSoft Studio. Wer mal mit Jasper Reports gearbeitet hat, früher gab es iReport. Es gibt es noch, aber das wird jetzt abgelöst, das JasperSoft Studio. Das ist so ein What You See is What You Get Programm. Ich habe hier einen Screenshot, wie sowas dann aussieht. Das ist sozusagen die Reportvorlage in der Ansicht. Man kann sich die natürlich auch in der XML-Ansicht ansehen. Was sehen wir hier? Ist jetzt wieder das Beispiel von dem Baulandkataster. Hier ist jetzt so der Unterreport, der für die Daten zur planungsrechtlichen Situation oder überhaupt zur Planungssituation auf der Fläche gemacht wird. Wir sehen hier, wo dieses kleine Kästchen dran ist, das sind die Unterreports, die dann diese End-zu-End-Verknüpfungen anzeigen. Was man eben auch sieht, ist, dass so ein Report natürlich sehr speziell auf die eigenen Daten zugeschnitten werden muss.
Ja, das geht ja einfach wirklich darum, was wollen meine Nutzer an der Stelle sehen und wo liegt das in meinen Daten? Ja, dann braucht man einen Applikationsserver, auf dem das PyCharm-Backend läuft. Applikationsserver, was macht der? Der kompiliert diese XML-Reportvorlage, die vom Client übergeben wird, komme ich gleich drauf, erzeugt aus den Daten, aus den übergebenen Daten und dieser kompilierten Reportvorlage dann den Report als PDF und gibt den Report an den Client zurück. Was da läuft, ist halt so ein Jetty-Server, ein etwas veralteter, aber es funktioniert. Ich habe das deshalb nicht angefasst, ich kenne mich auch nicht so aus. Ja, ein kleiner Hinweis noch, also wenn man dort Subreports einbindet, dann müssen die natürlich auf dem Server dann auch liegen. Also die können nicht mit übertragen werden, sondern nur der Hauptreport übertragen. Ja, und dann als dritte Komponente, quasi das Wichtigste, was das Ganze zusammenkleistert, das ist dann eben in dem Fall ein Plugin für QGIS, was dann diesen PyCharm Client implementiert. Ich mache das meistens als Leeraktion, das heißt, der Nutzer kann oben in QGIS, wer es kennt, auf die Aktion klicken, klickt dann in dem Fall auf seine Potenzialfläche und bekommt dann eben das Datenblatt, das ich auch gleich nochmal zeigen werde in der Ausgabe. Das Plugin liest die Daten aus der Datenbank, in meinem Fall eben, wie gesagt, PostGIS. Ich benutze dafür immer das QT-SQL, weil das ist bei QGIS schon dabei im Normalfall. Man kann aber natürlich auch jede andere Bibliothek nehmen, um seine Datenbank anzusprechen. Das ist ja eigentlich wurscht. Wichtig ist eben, dass die Daten werden dann vom Plugin als XML formatiert. Und im Report wird dann so ein XPath-Ausdruck benutzt. Ich habe hier mal ein Beispiel, wie das jetzt bei mir aussieht, wie so eine Datenformatierung aussieht. Das wäre also jetzt im Prinzip so ein Datenstream als XML, was dann an den Server übertragen wird. Auch hier sieht man wieder, das ist natürlich wieder ganz individuell. Das muss einmal individuell zu den Daten passen und natürlich auch zu dem Report, also diese Reportvorlage, die ich gemacht habe, damit das eben dann an der Stelle die Daten findet auch. Ja, die Reportvorlage und die Daten werden dann entsprechend auf den Server übertragen, wo das PyCharm Backend läuft. Und das, habe ich ja schon gesagt, rendert dann ein PDF und gibt das eben sozusagen an den Client zurück. Und dann muss das QGIS-Plugin natürlich dieses PDF entgegennehmen, als Datei speichern und dann entsprechend hier irgendwie die auf dem Rechner defaultmäßig installierte PDF-Anwendung öffnen, um das zur Anzeige zu bringen. Also das sind die Schritte, die da nötig sind. Ich habe jetzt zwei Beispiele. Da muss ich mal schnell aufmachen. Einmal hier das Baulandkataster. Muss ich jetzt rüberschieben. Ne? Ja. Sehr schön. Machen wir das raus. Aber. Nein. Ach man, wo ist das jetzt wieder hin? Ich habe es ja geöffnet, aber es ist weg. Ja. Es war ja kurz auch zu sehen, aber ich dachte, ich schiebe es rüber. Ja. Du weißt, dass der Bildschirm so klein ist. Ja. Okay, gut. Bedankt, wie du das gemacht hast, weiß ich nicht, aber gut. Gut, jetzt sehen wir das andere Beispiel, das Gewerbekataster ist jetzt nicht so, Roland-Kataster zeige ich gerne auch nochmal auf einem anderen Rechner, das denke ich, kommt es mit der Zeit nicht mehr hin, aber hier sehen wir jetzt das Gewerbekataster, mein zweites Beispiel. Wir haben hier eine Einbindung von Karten, in dem Fall ist das direkt aus QGIS die Karte erzeugt worden. Im Baulandkataster mache ich sie über, was ich vorgesagt habe, über diese WMS-Geschichte. Das ist auch das Beispiel, was im Paper drin ist. Wenn man jetzt hier runter scrollt, dann findet man hier zum Beispiel eine Darstellung von solchen End-zu-M-Verknüpfungen. In dem Fall ist das so gemacht, dass alle möglichen M-Werte hier eben auftauchen und die verknüpft sind mit dem Haken angezeigt. Das ist hier sicher ganz praktisch bei dem Gewerbekataster, weil man eben sieht, welche Branchen sind denn überhaupt theoretisch möglich auf der Fläche und welche tauchen dann in dieser Gewerbefläche tatsächlich auf.
Spannung steigt. Ich wollte jetzt noch mal was anderes zur Präsentation zurück. Ja. Ja, jetzt komme ich sozusagen auch schon zum Schluss. Ich würde jetzt einfach ein paar Ideen, Hinweise geben, auf was man, wenn man das tatsächlich benutzen will, achten möchte. Also einmal Kartendarstellungen. Ich denke, das ist ein Punkt, der, weil wir uns ja im GIS-Umfeld bewegen, auch wirklich ganz wichtig ist, dass man eben tatsächlich, wenn man jetzt hier einen Report macht zu einer Fläche, dass man die Fläche auch in der Kartenansicht sieht, so wie wir das beim Gewerbekataster gesehen haben, in dem Fall sogar zwei Kartenansichten. Einmal eben die Lage innerhalb der Stadt und dann eben nochmal eine herangezoomte Situation, wo man dann eben nochmal was an Details auch sieht. Das geht eben einmal, ich denke, was eine sehr schicke Sache ist, wenn man da eben WMS ansprechen kann. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante, was ich aber auch gerne mal nutze, ist, dass einfach der QGIS kennt, weiß, da gibt es im Menü gibt's die Möglichkeit, Bild speichern als. Das heißt, da wird einfach dann die Karte gespeichert. Das kann man eben auch über Python ansprechen und dann wird ein PNG gespeichert. Das PNG wird auf den Server übertragen, wo das PyCharm-Backend läuft und dort unter einem temporären Namen abgelegt und kann dann, der Dateiname wird sozusagen dem Report in dem XML Daten mitgegeben und kann dann wird dann vom Report dann entsprechend angezeigt. Ja, das ist also eine ganz, kann man sich verschiedene Lösungen vorstellen, dass Jasper Reports kann auch Google Maps einbinden, wer das gerne machen möchte. Ja, was noch? Also diese Geschichte mit diesen, zum Beispiel jetzt diese, auf welchen Flurstücken liegt eine Fläche. Ja, ich mache sowas immer als Sicht auf der Datenbank. Ganz einfach, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern, muss ich nicht das Plugin ändern und dann wieder an meine Nutzer verteilen, sondern ich muss eigentlich nur die zugrunde liegenden Daten ändern und ich frage dann in dem Sinn eigentlich nur noch die Datensicht ab, wenn in dem Moment, wo der Report erzeugt wird. Ja, eigentlich auch klar, wenn man jetzt hier, die Daten werden ja irgendwie gespeichert, aber jetzt im Report möchte das ja immer gerne hübsch aussehen, ja, also wir haben ein bulliges Feld, Bebauung, ja, nein, ja, Fläche ist bebaut, ist nicht bebaut, da kann ich natürlich ja, nein reinschreiben, ist irgendwie ein bisschen albern, also da kann man einfach dann anfangen, auch mit solchen Texten zu arbeiten, die man dann eben als Daten übergibt, dann sieht das hübscher aus. Eben auch ganz wichtig, dass man mögliche Null-Werte auch auffängt, weil sonst steht in Jasper Reports immer Null drin. Ja, man kann das auch unterdrücken, dann wird das gar nicht ausgegeben, wenn es Null ist. Dann fehlt aber das Element eventuell im Report im Vergleich zu einem anderen Report. Also ich würde deshalb immer irgendwie keine Angabe oder irgend sowas machen. Ja, das, was sich als nützlich erwiesen hat, ist universell einsetzbare Subreports vorzuhalten, denn gerade diese Frage, auf welchen Flurstücken liegt das Ding eigentlich, das kommt ja bei verschiedenen Fachthemen zur Geltung und dann ist es natürlich schlau, wenn man da schon einen Subreport hat, der das alles schon enthält und den braucht man dann bloß noch aus seinem Hauptreport anzusprechen, kann sich dann relativ schnell, wenn man eben auch für diese End-to-End-Verknüpfungen schon Subreports vorhält, dann brauche ich die nur noch einzubinden und dann ist der Report eigentlich auch halbwegs schnell gemacht, dann ist sozusagen der größere Aufwand ist dann die Python-Programmierung für das Plugin. Ja, Nutzungsmöglichkeiten, das habe ich einfach nur mal ein paar Beispiele aufgeschrieben. Ja, Datenblätter, wie gesehen. Ich könnte mir aber durchaus auch Serienbriefe vorstellen. Man hat irgendwie eine Baumaßnahme an der Straße, will die Anwohner der benachbarten Grundstücke informieren. Ne? Hat man die Baumaßnahme schön als Fläche oder Linie irgendwie eingezeichnet, klicke ich meine Grundstücke an und sage jetzt bitte Brief an alle Anlieger, ja, so, falls die Adressdatenbank an der Stelle aktuell ist, würden dann die Adressen automatisch erzeugt und könnte man dann eben so eine Serienbriefgeschichte machen. Ja, Schadensberichte, was auch immer. Also letztendlich kann man alle Daten, die in der Datenbank sind, irgendwie als so ein Report ausgeben. Ja, Zeit passt, ja. Ja. Fertig. Bevor wir jetzt zu den Fragen aus dem Publikum gehen, hätte ich eine Frage aus organisatorischer Sicht, weil mir das gerade aufgefallen ist während des Vortrags. Wer von Ihnen, der das jetzt gehört hat, würde mal völlig unverbindlich gerne im nächsten Jahr dazu einen Workshop besuchen? Ja, könnte lohnen, denk mal. Ja, nein, ich habe drüber nachgedacht. Nein, der Punkt war tatsächlich, ich wollte einen Workshop anbieten.
Dann kam aber genau diese Umstellung mit dem, was ich vorher sagte, dieses iReport, da war ich relativ gut eingearbeitet, dann kam dieses Jaspersoft Studio. Ich wollte jetzt aber nicht auf der Software, die sozusagen eigentlich abgeschrieben ist, den Workshop machen und habe das deshalb dann nicht gemacht. Ja, weil das Jaspersoft Studio habe ich mich erst im letzten Monat so ein bisschen reingebastelt. Das ist doch ein bisschen anders. Also insofern vielleicht im nächsten Jahr, durchaus. Hm? Dann jetzt zu Fragen im Publikum, bitte warten Sie auf das Mikrofon. Ja, ich habe eine Frage zu dem Rendern der Reports. Warum passiert das auf einem Server? Kann man das nicht auf dem gleichen Rechner auch machen? Das ist jetzt theoretisch natürlich oder praktisch sicher auch. Dann müsste ich das aber, wir haben ungefähr 50 oder 60 QGIS-Nutzer, die müssten dann alle diesen PyJasper-Server da haben auf ihrem Rechner. Ist dadurch praktischer, eigentlich einen zentralen Rechner zu haben, wo ich auch die Reports leichter austauschen kann, als dass ich das immer an alle Clients aber wenn man jetzt nur sozusagen als Einzelperson unterwegs ist, dann kann man den Report auch direkt aus das Jaspersoft Studio rendern. Da müsste man sich sozusagen nur die Daten erzeugen und könnte dann den Report machen. Man könnte auch dann direkt die Datenbank ansprechen. Hier ist das sozusagen als Client-Server-Architektur, weil ich eben 40, 50 verschiedene Clients bedienen muss. Deswegen ist es an der Stelle so gemacht. Aber man könnte das tatsächlich auch mit lokalen Rechner machen. Es wird ja gesagt, dass man das Bild über einen WMS-Request quasi einbinden kann. Aber dann ist ja das Problem, dass wenn man lokal noch Vektordaten oder ein Shapefile dazu gibt und überlagert, ist ja dann nicht gelöst, weil man ist dann wirklich auf diesen WMS-Service angewiesen, kann dann die Vektordaten, die man lokal einbindet, ja nicht mitmischen. Richtig. Ich ging da in dem Fall davon aus, also wir haben im Intranet einen WMS-Server zu laufen und da kann ich die Daten natürlich entsprechend auch vorhalten. Ja, das wäre an der Stelle anders geht es natürlich nicht. Es sei denn, kann man auf dem WMS auch noch eigene Daten übertragen in der URL? Geht nicht so. Das über. Nee, das ist ja wurscht. Würde ich alles in die URL packen. Also das würde man dem XML übergeben und das würde dann die URL sein. Also ich könnte mir auch vorstellen, SLD dann zum Beispiel mit zu übergeben. Ja, wenn das der Server kann. Also ich ging in dem Fall davon aus, dass das jetzt nicht irgendein Server, einem WMS-Server von einem anderen Dienst ist, sondern dass das sozusagen mein eigener WMS-Server ist. Gleiche Sache wie hier. Wir haben eben viele Clients und haben dann sozusagen einen zentralen WMS-Server und da würde ich diese Daten dann entsprechend dann haben und dann könnte man die anbinden an der Stelle. Sonst wäre es sicher schlauer, wenn ich jetzt hier mit eigenen Dateien arbeite, dass ich mir den WMS reinhole als Layer nach QGIS und dann die zweite Variante mit dem PNG auf den Server hochladen dann benutze. Zweigleisig fahren. Dann muss ich einerseits die Daten, die ich eigentlich lieber vektoriell vorliegen habe, ja auch noch rendern quasi. Also das heißt, ich muss irgendeinen WMS-Service haben, der mir dann die Daten rendert. Das ist ja nicht ein Mitgeben. Nein, die zweite Variante, was ich gezeigt hatte, macht ihr einfach den QGIS-Screenshot, ja, also dieses PNG aus QGIS heraus. Und da habe ich ja die Daten so, wie sie dann, genauso wie ich QGIS sehe, wie ich es in QGIS sehe, würde dann der entsprechend, das muss man natürlich programmieren, dann dieses PNG rausgeschrieben. Und wenn ich dann sogar lokal arbeite, brauche ich das auch gar nicht, was ich jetzt noch dabei hatte, auf den Server übertragen, sondern das würde dann ja auf dem lokalen Rechner vorliegen, diese PNG-Datei, die dann die Karte enthält.